Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, dem Big Five Halbmarathon Vlog. Und ich habe mich jetzt schon angezogen. Ich bin ready quasi. Meine Weste liegt noch drin und alle anderen Sachen, die wir mitnehmen müssen, wie zum Beispiel die Jacke und einen Schal noch, weil es sind gerade 5 Grad und wir haben es 6:56. Viertel nach 7 verlassen wir hier unser Camp. Dann geht's los. Eine Stunde fahren wir bis zum Start und um 8:45 starten die Halbmarathonläufer. Und was heute Morgen alles so passiert ist, das zeige ich euch jetzt mal. Wir dürfen nicht alleine hier runter und keiner ist hier, um uns abzuholen. Wir müssen frühstücken. Deswegen versuchen wir jetzt gerade zusammen einfach dahin zu gehen, weil durch die Tiere dürfen wir halt nicht alleine hier langlaufen. Aber es ist halt noch Nacht und wir müssen frühstücken. Wir gehen jetzt einfach zum Frühstück. Oh, es ist super kalt, ungefähr 5 Grad und in ungefähr einer Stunde fahren wir los. Ja. Is there a difference between Vegemite and Marmite? Yeah. Yes. But is it both from Australia? No, Vegemite is Australian. I don't know if Marmite's British or not. Or it's two different companies just producing the same thing? Perhaps it is. Probably is. So, wir haben jetzt gefrühstückt und jetzt geht's zurück zum Zelt. Wir haben noch eine gute halbe Stunde und dann geht's los. Für mich ist irgendwie wichtiger als alles andere die Toilettenproblematik. Weil wir fahren ja eine Stunde dahin über super huckelige Straßen und es ist teilweise so steil, dass wir da nicht aussteigen können oder anhalten können, weil das sonst ein bisschen gefährlich ist, denn wir würden dann zurückrollen und könnten noch nicht anfahren. Wir müssen durchgängig fahren. Das heißt, auch da kann ich nicht zwischendurch aussteigen oder so. Und an sich bin ich ein bisschen schon nervös und wir ziehen uns jetzt an. Also ich ziehe mein Laufoutfit an und 1000 Sachen wieder drüber, bis wir da sind. Und dann hoffentlich wird alles gut. Wir haben wie jeden Morgen einen wunderschönen Sonnenaufgang. Ich bin einfach so nervös schon. Ich kann es kaum erwarten. Übrigens, wenn ihr sehen wollt, was in den letzten Tagen passiert ist, vor diesem Halbmarathontag, dann verlinke ich euch das mal hier oben. Da gibt es nämlich ganz viele Eindrücke. Normalerweise mache ich auch immer ein Marathonwochenende zum Beispiel. Aber da wir hier jetzt eine Woche sind, passt das natürlich alles nicht in einen Vlog. Und es gibt einen extra Race Day Vlog. Link dazu ist auch nochmal in der Infobox. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen zu den anderen Runnern. Let's go. Okay, die Jeeps sind schon vollgepackt, glaube ich. Ich habe übrigens eine Weste dabei mit 2 Wasserflaschen und einem faltbaren Becher. Den blende ich euch hier mal ein. Das ist richtig cool. Damit bekommt man an den Wasserstationen dann sein Wasser. Da gibt es keine Becher. Und fahren die ersten schon los? Nee. Oh, dann habe ich eine kurze Hose an, die von Adidas. Ein T-Shirt und jetzt habe ich noch ein Pullover und alles drüber. Meine Trail-Schuhe und dazu lange Socken. Also ein bisschen längere Socken als Sneaker. Oh, ich bin so aufgeregt. Thank you.
jetzt die hier auch noch kurz auffüllen lassen. Ich fühle mich gerade ganz gut. Wir haben 5,5 Kilometer, aber Höhenmeter macht man schon zu schaffen. Also bisher macht es noch Spaß und wir haben gerade noch ein bisschen Schatten. Das ist gut. Wir kommen gerade in so ein richtiges Runner's High. Cool. Aber es geht auch gerade bergab. Also können sich gleich ändern. Ist das schön. Ich liebe es. Die Strecke und alles. Ist ein Traum. Erstes Gel. Ich bin noch nie so einen steilen Abhang runtergegangen. Nee, ich glaube nicht. Uff. Selbst wenn man geht, fühlt sich das noch so an, als wäre es zu schnell und zu steil. Die Steigung nachher glaube ich nicht, aber boah, ist das cool. Die Steigung hatte vorhin 37 Grad nach unten und jetzt geht's wieder hoch. Jeder hier sagt irgendwas, also well done, good job. Es ist komplett anders als ein Road Race, also es ist trotzdem hart. Es ist ja nicht nur der Berg, es ist auch die Steigung. Oh mein Gott, es macht Spaß, es macht Spaß. Es ist so cool, wie viele Leute man hier trifft, die man kennt aus dem Camp. Und es geht hier wirklich gut. Also man hat hier ein paar Steine im Hintergrund und dann klappt es. Quasi noch eine Maschsee-Runde. Das kann man sich ja so denken. Ich muss mich ein bisschen ausbremsen, gerade weil das Gel richtig kickt. Ich glaube, bis zum Ziel nehme ich jetzt keins mehr. Ich bin gerade auch ein bisschen alleine hier. Es ist so, so schön. Trail ist halt auch anstrengend, aber es wird nie langweilig. Nie. Es wird vielleicht anstrengender durch die Berge, aber nie langweilig. Wir sehen zwar keine Nashörner, aber sie leben hier. Das ist der Beweis. Und hier ist übrigens das Zeichen, dass wir da lang müssen. Man kann sich halt echt nicht verlaufen. Hier ist schon wieder ein Schild. Und da vorne ist das nächste. Und hier ist nochmal ganz deutlich die Kreuzung Marathon, Halbmarathon. Es gibt übrigens einen Loop, den man läuft. Und dann läuft man wieder Richtung Ziel. Und da gibt es dann, wenn man zurückkommt, ein Armband. Das heißt, wenn man abkürzt, kriegt man das nicht, bekommt auch keine Medaille. Ich finde das so cool, über solche verschiedenen Untergründe zu laufen. Stein, Sand, Feldweg, so starker Anstieg. Ich dachte, ich muss richtig auf Toilette, aber ich war und es kam nichts. Das ist halt das Mind Game. Letzte Steigung, bis wir da sind. It's approaching the finish line, so please, everybody,
Everybody, please stop joining here at the finishing line. So, der Tag danach. Bevor die Sonne jetzt komplett weg ist, dachte ich, ich mache nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Und wir fangen mit der Medaille an. Diesmal gibt es auch wieder eine. Und zwar sieht die so aus. Ich finde die wunderschön. Auch das Band in den Farben, oder ist ja auch die Flagge vom Land, einfach nur traumhaft. Übrigens sieht die hinten auch richtig cool aus. Und dann gibt es nochmal ein paar Worte, ja, zu den einzelnen Sachen, die an dem Tag einfach so passiert sind. An sich war die Stimmung super cool. Ich habe es richtig genossen. Als wir am Start waren, war auch eine sehr, sehr coole Stimmung. Um 9 sind die Marathonleute gestartet und um 9:15 die Halbmarathonläufer. Auf der Strecke selber haben wir leider keine Tiere gesehen, was ein bisschen schade ist. Also wir haben, glaube ich, einmal die Impalas gesehen. Oh, ich habe jetzt gerade gar keinen Plan, was das auf Deutsch heißt. Punkt 1 erstmal, was ich richtig gut fand und was ich auf den nächsten Events je nach Möglichkeit auch machen möchte, das sind diese Plastikbecher, die ersetzt wurden durch einen Reusable Cup. Und zwar konnte man die richtig klein zusammendrücken und dann hat man die in die Weste getan und nur dadurch hat man dann Wasser bekommen. Also es gab keine Plastikbecher, es gab nur große Flaschen, aus denen dann Cola, Elektrolyte und Wasser ausgeschenkt wurde. Und entweder halt in die Flaschen, die man in der Weste hatte, halt oder in den Becher, den man mitgenommen hat und den man auch hier bekommen hat. Also musste jetzt keinen selber kaufen. Deswegen, Plastik gab es auf der Strecke überhaupt gar nicht. Weder Becher noch Gels. Die hat jeder selber mit wieder in die Weste genommen oder an der Trinkstation gelassen im Mülleimer. Jeder hat sich wirklich daran gehalten und wir haben das auch sehr respektiert und ich finde, das ist auch das einzig richtige Verhalten. Also kein einziger Schnipsel, buntes Papier, buntes Plastik habe ich gesehen auf der Strecke, gar nichts. Das fand ich richtig gut. Auf der Strecke selber sind alle super, super freundlich. Ich würde mal sagen, so 90% der Leute. Man cheert sich gegenseitig an, also man ruft sich motivierende Sachen zu und versucht sich auch vielleicht so ein bisschen zum Lachen zu bringen. Es ist ganz, ganz anders als bei einem gewöhnlichen Straßenlauf. Es geht überhaupt nicht um die Pace. Ich denke mal, ein, zwei Leute hatten auf jeden Fall eine Zielzeit, aber das ist halt wirklich nicht das Wichtigste hier, sondern Spaß zu haben, das Ganze zu überstehen, sich zu motivieren. Ich fand es einfach so schön, dass ich sehr gerne in der Zukunft mehr Trailläufe machen möchte, also wirklich auch Events, weil ich habe hier so viele Leute kennengelernt und es ist so ein cooles Miteinander und das kann natürlich auch bei Straßenlauf-Events passieren, also ist jetzt nicht nur, dass es bei Trailläufen einfach nur so ist. Auf der Strecke selber, im Zielbereich, also man hört überhaupt nicht, was bist du für eine Pace gelaufen, was war deine Zielzeit, hast du es geschafft oder hast du eine Zielzeit, sondern es ist eher so, fühlst du dich gut vorbereitet und hast du schon mal einen Marathon gemacht und also man geht viel mehr in die Tiefe, was es angeht, was Laufen allgemein angeht, als jetzt nur dieses Pace-Gequatsche, sage ich jetzt mal so ganz stumm. Auf Toilette gehen, das war natürlich auch eine Frage, weil ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es mitten in der Wildnis ein paar Dixi-Klos gibt. Und die einzige Antwort darauf ist einfach, wie auch in China, the toilets everywhere. Also man kann überall auf Toilette gehen und ich habe das auch zweimal gemacht. Wir haben nicht so viele wilde Tiere und auch nicht die Big Five insgesamt beim Lauf selbst gesehen, was ich gar nicht so schlimm finde. Wir kommen zu dem Thema gleich nochmal. Wenn man die trifft, also ich sage jetzt mal ein Nashorn, dann kann man nicht einfach weiterlaufen, sondern man muss langsam gehen, sich langsam von dem Tier entfernen und dann ist man außer Gefahr. Außerdem war es halt so, dass alle 4 oder alle 2 Kilometer stand ein Ranger und hat uns dann darauf hingewiesen, ob das okay ist, weiterzulaufen, also in dem Tempo, in dem wir gerade laufen, oder ob es besser wäre zu gehen, also ob Gefahr besteht. Die standen alle 2 Kilometer am Streckenrand und Wasserstationen gab es alle 4 Kilometer ungefähr. Manchmal mit den Bergen kann man ja nicht mitten auf der Steigung eine Wasserstation platzieren. Also ungefähr alle 4 Kilometer. Ja, dann gab es noch einen Kommentar beim Announcement-Video, also als ich angekündigt habe, dass ich diesen Halbmarathon machen möchte. Und ich kann den Kommentar teilweise nachvollziehen, weil die Überlegung ist auf jeden Fall irgendwo berechtigt. Und ich finde, Kritik kann man immer äußern. Und es war auf eine sehr, sehr nette Art und Weise. Also ich finde, das war wirklich sehr, sehr sachlich. Es waren jetzt mehrere Punkte. Ich habe mich auch unter dem Kommentar schon geäußert. Aber einen Satz habe ich mir rausgesucht, den ich gerne hier im Video aufgreifen möchte, weil ich finde, der ist wichtig zu beantworten und auch noch etwas dazu zu sagen. Ein Laufevent mitten in einer eher unberührten Natur in Afrika klingt verlockend.
Jedoch hat so etwas auch Auswirkungen auf die Natur, Tiere und Umwelt dort. Müll bleibt vielleicht auch liegen etc. Und da habe ich gedacht, ja, die Vermutung kann ich verstehen. Es ist ja eine Vermutung. Man weiß ja gar nicht, stimmt das denn überhaupt, wenn man selber noch gar nicht hier war. Und dazu habe ich mal unseren Spezialisten Noddy gefragt, der Ranger, mit dem wir hier die ganze Zeit unterwegs sind. Und ja, der hat das so ein bisschen zusammengefasst, würde ich mal sagen. Do we bother the animals who live here by running the marathon? I don't really believe that we are disturbing the animals because we share the common habitat with the animals. The reason why I'm saying when we do marathon, we are not bothering the animals. Some animals, they like to come close to the road. Some other animals, they are curious. They like to be famous. They know that in the marathon, there could be some other people come from overseas. They know that when they take picture, of course, they'll be known in overseas like that. During marathon, some animals were not running, were standing watching there. What's happening there? What is basically needed is a respect. The animal, they need respect. If you give them full respect, no problems of sharing the common habitat in the bush. When we find the animal feeding, it will be running by, then the animal will look at you, then it continues doing what it's doing. Just excited about, what, this one? Oh, sir, okay, it's okay, it's not dangerous. Then you continue like that. Remember, we have got some animal zones. Animal may decide to apply one of the three F, flight, flee, or freeze. So if ever you are running there, if the animal decided to freeze, then it will freeze, you run, you pass by. No problem, you share the common habitat. Animal may decide to flee, to move from where it is, if it feels that it's not comfortable, but it can move to the comfortable place. And they can realize that, oh, these people are so nice, they are not here to attack us, they are not our predators. If ever you are in the bush, if you are running the marathon, the first time the animal, when they start looking at you, they don't know what you are all about. Maybe you are the predator, maybe you are not, but the moment you run past there, they can come with a clue that, ah, these people are just runners. They're not our predator. So I agree that there's no problem when you do the marathon running like that. In addition, when I'm saying the animal, they don't feel bothered by the marathon, they communicate amongst themselves, their other members, and they also communicate amongst the human. If the two parties used to communicate, so animals used to communicate with people, the running the marathon doesn't have an impact to the animals. Imagine, maybe suppose you see an elephant somewhere there, over there. The moment if you are running, going there, the elephant will be look at you excited and say, who's this one? What is it all about? Then later on, you say, okay, let me watch and see. Then watch and see, then it see you running. If you are too close like that, it can say, I have to tell this person that this is my zone. You are too close to my zone. Sometimes it can make some warning. Shake the head and shake the trunk. Then it will leave the way, it go a little bit in the bush, then it stop there and look at you. So by so doing, it's giving you a way and want to observe if ever you are coming straight to it or not. But if you run past, no problem. Say, hey man, you are too close, man. Are you going to be accountable? Then if you, because you are running, you are not hunting, so you continue like that. Besides that, elephant, they may decide to flip the ears. Can be part of the final warning to you. Go some steps before it charges you to communicate it with you nicely. A gnu, the wild beast, even though if they see you running there, then they can let you know that I saw you, you are a stranger. They can make a call. So that's why they are named gnu. So I don't see where running is a problem like that. So they don't feed on the road, they feed on their habitat. Ja, also so viel zu dem Thema. Ich hoffe, das hat das Ganze ein bisschen deutlicher gemacht. Und tatsächlich habt ihr auch gesehen, vielleicht auch im letzten Vlog, dass als wir mit den
Autos durch die Wildnis gefahren sind, dass die Nashörner teilweise auch zu uns kamen. Also das ist jetzt nicht so, dass man die verschreckt mit dem Auto, sondern er hat es eigentlich relativ gut zusammengefasst, sondern sie kommen auch auf uns zu und gucken, was passiert denn da überhaupt. Ich dachte, wo kann man so etwas besser machen als direkt hier, als jemand, der sich wirklich richtig gut damit auskennt, der das seit 9 Jahren macht und hier lebt und die Welt versteht, in der hier die Tiere auch leben. Und gerade dieser Trip ist so besonders für mich gewesen. Also man hat so viel gelernt über die Tiere, über die Wildnis, wo wir hier gerade sind und auch voneinander, also von den Läufern. Das ist so krass, was von Impact mitnimmt. Und deswegen möchte ich eigentlich gerne, wenn sich das nochmal ergibt, wenn ich irgendwie noch Zeit und Lust habe, dass ich das dann hier nochmal machen möchte, aber mit einer Marathondistanz. Ich kann mir sehr gut vorstellen, hier den Marathon zu laufen. Die Stimmung ist wirklich gut und das Wetter, Temperatur, das ging auch. Es war zwar zwischendurch sehr warm, aber ich glaube, dass es trotzdem machbar ist. Ich muss dafür auf jeden Fall besser trainieren, aber ich denke, das ist eine Challenge, die ich sehr, sehr gerne annehmen würde. Jetzt ist es erstmal vorbei. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Ich bin so happy, kann es euch nur empfehlen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder.